Und es geht ab ins Vereinigte Königreich England. 1629 Punkte haben wir und damit ein herzliches Willkommen an euch. Okay, er hat eine ungeile Kombination, muss ich sagen. Er hat zum einen Slimog, er hat zum anderen Katagami und er hat Skelabra. Skelabra könnte unser Skelabra outspeeden und one-hitten. Slimog könnte uns ebenfalls one-hitten, aber natürlich nicht outspeeden. Skelabra brauchen wir aber hundertprozentig für Katagami. Ich würde sagen, wir leaden mit Kotl. Das machen wir an dieser Stelle. Und falls er auf Aquana geht, um den Regentanz rauszuhauen, nehme ich Elesaat direkt mit. Skelabra brauchen wir, wie gesagt, sehr, sehr dringend. Und dann ist die Frage, ja, noch ein Geist-Pokémon ist eigentlich unklug, muss ich sagen. Was nehmen wir stattdessen mit? Ja, Wirbelrotom, ne, ist Flug, Elektro. Ah, ja, aber zusammen mit Skelabra und Kotl wird das schon machbar sein. Resladero ist mäßig aufgehoben. Psyaugon sollten wir aber, wir brauchen schon offensive Power. Bei Knogger sehe ich keinen Platz für dieses Mal. Deswegen nehmen wir Resladero mit. Das wird ein hartes Duell. Je nachdem, womit er leadet, könnte das Duell schon entscheiden. Ich denke, Aquana ist safe mit dabei. Deswegen könnten wir Kotl auch recht zügig rausnehmen vielleicht. Je nachdem, womit er jetzt leadet, müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, wir können uns jetzt im Vorhinein noch keine krasse Strategie überlegen. Das wird hart. Das wird hart gegen den guten alten Shane. Mal gucken, was du in den Kampf schickst. Hoffentlich irgendwas Geiles. Slimog und Aquana. Aquana war vorhersehbar. Okay. Aber das ist ein guter Lead für uns. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich den Regentanz drauf hat. Wir bleiben aber mit Kotl drin. Werden Slimog verbrennen und mit Elesaat gehen wir auf Voltwechsel. Irrlicht auf Slimog. Weil Slimog ist sehr gefährlich für uns. Wenn wir das schon mal ein bisschen verkrüppeln können, ist das schon mal ganz gut. Aber ist Voltwechsel eine gute Wahl momentan? Er wird schon eher auf Elesaat gehen, ne? Wir könnten auch protecten. Aber nee, ich glaube, ich würde schon ganz gerne Schaden drücken und gehe dann auf Resladero. Wenn Resladero down geht, wie gesagt, ist nicht so wichtig für unser Team. Wir müssen eher auf die drei anderen Pokémon bauen. Von daher, ja, mal gucken. Voltwechsel kommt, er protected also nicht. Sollte gut Schaden machen. Reicht sogar fast aus. Junge, Junge. Junge, Junge. Okay, und dann bringen wir halt, wie gesagt, Resladero rein, weil Skelabra wäre zu gefährlich, in einen potenziellen Abschlag rein zu switchen. Resladero ist auch ungeil. Aber was wollen wir machen? Siedewasser auf Kotl. Jo, packen wir aber ganz gut. Abschlag auf Resladero. Schade. Schade, schade, schade. Aber solange Irrlicht trifft, ist das okay. Solange Irrlicht trifft, ist es okay. Lebenorb. Slimog, okay. Okay, Irrlicht. Ja, okay. Also Slimog ist super, super gefährlich gerade. Super, super, super gefährlich. Himmelsfeger können wir nicht mehr nutzen, aber Akrobatik können wir nutzen, weil unser Item abgeschlagen wurde. Das heißt, wir sollten, glaube ich, Slimog schon irgendwie fokussen. Wir gehen auf einen Flammensturm von Kotl, damit es Aquana nach Möglichkeit rausnimmt. Und Akrobatik, denke ich, auf Slimog. Das ist jetzt so mein Plan, weil Slimog muss sterben. Slimog ist trotz der Verbrennung gefährlich. Aber zusammen mit Leben, Orb und Verbrennung macht es sich halt pro Runde selbst gut Schaden. Und das heißt, wenn wir da ein bisschen Damage noch reinfeuern, dann ist es okay. Dann sollte das eigentlich ganz gut down gehen. Und Aquana wird wahrscheinlich durch den Flammensturm jetzt nicht zwingend sterben. Aber es wäre auch nicht so weiter wild. Rechte Hand. Okay. Aber wir outspeeden erstmal mit Akrobatik zumindest. Und jetzt will er wahrscheinlich Kotl einfach rausnehmen. Flammenwurf. Okay, das ist super interessant. Er nutzt unsere Sonne. Aber nice, okay, cool. Finde ich sehr, sehr interessant. Okay, Flammensturm reicht. Oh, Alter. Wow, Slimog ist down und Aquana ist fast down. Aquana ist fast down. Wen schicken wir jetzt rein? Elesaat von dem potenziellen Voltwechsel. Oder Skelabra.
Ich glaube, wir müssen erst Dings rauskriegen. Erst Aquana rauskriegen, im Optimalfall. Und Aquana wird wahrscheinlich auf Kotl eher gehen. Weil es ist eigentlich die einzige Chance zu überleben, Kotl rauszunehmen, weil er weiß, da wird vermutlich wieder ein Flammensturm kommen oder so. Okay, was bringt er rein? Das ist die Frage der Fragen. Skelabra. Okay, wir haben eine Finster-Aura halt, ne? Wir haben eine Finster-Aura und die sollte auch gut Schaden machen. Outspeeden sollten wir, sofern es nicht einen Wahlschall trägt. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr mit Feuerattacken attackieren. Wir könnten auch auf den Voltwechsel gehen. Und unser Skelabra reinschicken. Weil es wird niemals mit Spukball auf Elesaat gehen. Never ever. Das heißt, wir können eigentlich auf einen Flammenwurf gehen, auf Aquana. Und auf einen Voltwechsel, oder gehen wir auf eine Finsteraura? Mist. Mist, 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 keine Zeit mehr gehabt. Rechte Hand auf Skelabra, okay. Wird wahrscheinlich den Wahlschall tragen, oder? Nee, trägt es nicht. Okay, das ist gut. Dann switchen wir mal raus. Weil wir sollten alles mit unserem Skelabra aushalten. Außer einen Spukball. Und das hätte er sehr stark predicted, wenn er das gemacht hätte jetzt. Zumal, kennt er unser Skelabra überhaupt schon? Ich glaube nicht, ne? Dass wir es dabei haben, weiß er, glaube ich, noch nicht. Z-Attacke. Geist. Oh, shit. Aber dann geht er auf Kotl. Dann geht er auf Kotl. Und Kotl hier rauszunehmen, ist okay. Das kann er sehr gerne tun. Wenn er jetzt auf Skelabra geht, dann ungeil. Das wäre ungeil. Ja, er geht auf Kotl. Okay. In Ordnung. In Ordnung. Dass das reicht, war natürlich klar. Rechte Hand Z-Attacke. Ist aber cool, rechte Hand überhaupt erstmal zu spielen. So, wir müssen uns jetzt natürlich festlegen, auf was wir uns wählen wollen. Und dazu gucken wir uns jetzt gleich mal die anderen Pokémon an, die er noch hat. Weil Skelabra kriegen wir auch mit einer Finster-Aura. Sogar mit einem Voltwechsel down. Das ist also nicht das Problem. Was hat er noch? Er hat noch Katagami. Er hat noch Flug. Ja, okay. Also definitiv Feuer. Definitively Feuer. Okay. Das heißt, wir gehen mit Finster-Aura auf Skelabra. Und wir gehen mit einem Flammenwurf auf Aquana. Okay. Damit sollten beide Pokémon sterben. Er geht nicht mal auf rechte Hand. Das ist schön und gut. Aquana geht down. Und Skelabra sollte auch outspeeded werden. Wir waren ja eben auch schneller. Von daher gar kein Ding. Finsteraura kommt sehr effektiv. Und weg mit dir, Skelabra. Und jetzt haben wir ein 2 versus 1 mit einem Pokémon, das sehr schnell ist. Und einem anderen Pokémon, das auch schnell ist zumindest. Und ja. Egal, wen er reinschickt. Ich denke, wir werden es besiegen. Katagami. Ja, sollten wir hinkriegen. Katagami hat, wie gesagt, wie schon im letzten Part gesagt, dieselbe Initiative wie unser Elesaat. Das heißt, Elesaat könnte er vielleicht rausnehmen, aber mit Skelabra werden wir ihn definitiv besiegen. Das Einzige, was er jetzt versuchen könnte... Eigentlich haben wir gewonnen. Also mir fällt kein Weg mehr ein. Skelabra rausnehmen, okay. Und danach Elesaat outspeeden wäre möglich, aber er überlebt diesen Zug nicht. Weil wir auf jeden Fall angreifen können, eben mit Skelabra. Und er muss jetzt Elesaat rausnehmen, damit er nicht in dieser Runde stirbt. Aber wir sind sogar schneller. Wir outspeeden sogar. Ja, und dann nehmen wir ihm mit einer mega heftigen, sehr effektiven Z-Attacke den 1 KP auch noch weg. Und gewinnen damit. Sehr schön. War ein hartes Kämpfchen. Hätte auch nach hinten losgehen können. Aber wir haben das Ding für uns entschieden. Glücklicherweise. Es sei denn, der überlebt jetzt irgendwie, weil er nicht Focus Gold, sondern Focus Band getragen hat und das zweimal getriggert wird. Aber selbst dann, na, dann wäre es auch interessant geworden. Aber Katagami ist down und damit gewinnen wir auch dieses Match. Sehr schön. Und dann sehen wir uns in Kampf Nummer 2 wieder. Ja. Auf geht's nach Baden-Württemberg gegen Keil. 1651 Punkte hatten wir jetzt, glaube ich. Hatten wir das Team nicht schon mal? Okay, Mimikma. Das heißt, Kotl ist gesetzt. Definitiv. Roserade könnte dadurch aber sogar gepusht werden. Müssen wir aufpassen und vorsichtig sein. Skelabra auch nicht gerade ungefährlich für uns.
aber es wurde bisher sehr selten gewalt gespielt, ne? Aber ich glaube, ich würde ungern mit Skelabra mit unserem beginnen. Sondern vielleicht... Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht einfach mit unserem Elesaat. Dann macht halt wie immer Knorga keinen Sinn, weil er zu viele... Ja, zu viele Geist-Pokémon dabei hat. 3 Stück. Die könnten uns gut zusetzen. Skelabra ist natürlich gesetzt, weil es unser schnellstes Pokémon ist. Und Dressladero kann aufgrund seiner Init halt was reißen, ne? Aber viel mehr auch nicht. Viel mehr auch nicht. Okay, werden wir aber so machen. Mit dem Team gehen wir rein. Und dann gucken wir mal, ob wir Karl besiegen können. Der hatte nicht gerade wenig Punkte, der Junge. Und er kommt aus Deutschland! Und er hat denselben Hut wie wir. Von daher... es gibt einige Gemeinsamkeiten. Vielleicht ist er auch noch ungeschlagen. Falls ja, dann wird jetzt eine Serie reißen. Und ich hoffe, es ist nicht unsere. Er beginnt direkt mit Skelabra und Roserade. Und wenn Roserade Chlorophyll hat... Aber eigentlich hat Roserade kein Chlorophyll, oder? Weil ich habe eigentlich geguckt, ob es coole Pokémon gibt mit Chlorophyll. Und ich meine... dass es keine coolen gab unter einem Meter. Und Roserade ist definitiv cool mit Chlorophyll. Definitiv. Da hätte ich zumindest überlegt. Ja, Flammensturm wird uns nichts bringen. Wir gehen auf Flammenwurf gegen Roserade. Und wir gehen mit Voltwechsel oder mit Finsteraura? Ich glaube dieses Mal tatsächlich mit einer Finsteraura auf Skelabra. Okay, ready, go. Skelabra ist gewalt und geht auf die Hitzewelle. Reicht das aus in der Sonne? Vermutlich, oder? Nicht ganz. Wir outspeeden Roserade, das ist sehr wichtig. Finsteraura reicht. Oh, nice. Okay, das gewalte Skelabra ist schon mal weg. Huh, das war entscheidend. Und Kraftreserve auf... Elesaat? Nee, auf Kurtel. Oh, Alter, what the fuck? Wasser, ne? Gestein? Gestein oder Boden oder so? Und Lebenorb trägt es. Okay. Nein! Solarkraft tötet uns. Ah, shit. Das ist nicht gut. Wenn es Gestein ist, dann ist es auch auf Skelabra sehr effektiv. Aber Dressladero ist schneller als Elesaat. Das heißt, Roserade nehmen wir mit Dressladero auf jeden Fall raus. Aber das ist kein guter Start für uns. Also das gegnerische Skelabra raus, das ist schon mal gut. Aber mehr auch nicht. Okay, und gerade Mimikma... Mimikma wird heftig, falls er das noch hat. Oder auch Flinara wäre auch nicht gerade ungefährlich. Ja, wir werden, denke ich, alles outspeeden. Roserade wird fallen. Und wir sollten eigentlich die stärkste Attacke einsetzen, die wir haben, ne? Und das ist der Flammenwurf momentan. Damit haben wir die Chance, Zubiris zu one-hitten. Zubiris könnte auf einen Mogelhieb... Boah. Zubiris könnte auf einen Mogelhieb gehen. Und dann würde uns Roserade rausnehmen. Wir gehen auf Flammenwurf. Und auf Himmelsfeger. Auf Zubiris. Irrlicht. Okay, auch nicht gut. Auch definitiv nicht gut. Aber ja, ich glaube, es ist schon ganz wichtig gewesen, dass wir auf Roserade gegangen sind. Fokusband... Fokusgurt kann es nicht haben. Das heißt, es steht jetzt 2-2. Allerdings ist unser Dressladero nicht mehr ganz so nützlich. Ich denke aber, dass wir vor Zubiris... Ja, vor einem Schmarotzer Zubiris könnten wir ein bisschen Angst haben müssen. Aber je nachdem, was er jetzt hat, wenn jetzt Mimikma kommt, dann... dann wird's hart. Das war ein freaking Himmelsfeger. Mimikma. Please not. Ah. Okay. Okay. Wir sind langsamer. Das heißt, wir können einen Flammenwurf volle Sau auf Mimikma hauen. Das sollten wir hinbekommen. Mit Akrobatik gehen wir auf das gegnerische Mimikma, um schon mal den Dings wegzuhauen. Gedankengut von Zubiris. Okay. Finde ich, glaube ich, nicht so schlimm. So, jetzt outspeeden wir ja. Wieso ist es... Achso, Strolch. Ja, alles klar. Akrobatik. Macht den Dings kaputt.
Das wird ein super schnelles, aber auch super enges Duell, glaube ich. Und es ist nicht auf Schattenstoß gegangen. Das heißt, es könnte auf Schwertanz gehen. Und das könnte ein Fehler möglicherweise sein. Wie viel macht das? Alles. Es hat keinen Fokus-Code. Ich glaube, damit ist der Kampf entschieden. Boah. Aber so unspektakulär und kurz der auch war, der hätte voll in die Hose gehen können. Sehr gefährliches Team, was er da hat. Gerade weil ich auch noch eher mit Mogelhieb gerechnet hatte und so. Okay. Akrobatik von Resladero und danach noch der Flammenwurf. Und dann sollte Zubiris da... Oh, er hat noch eine Beere, um sich nochmal hochzuheilen. Aber nur die Zitrobeere. Okay, keine Beere, die die Hälfte heilt. Okay. Reicht Flammenwurf? Trotz Gedankengut? Jo. Puh. Nächsten Sieg, Leute. Nächsten Sieg gegen Keil. Puh. Das Kämpfchen war jetzt aber recht kurz. Ich würde sagen, wir hängen da noch ein weiteres ran. Und dann mal go, oder? Es geht nach Japan. 1635 Punkte. Ei. Und ein sehr interessantes Team. Auch mit Kotel und Mimikma. Elfun, Bundlebee und Pipi. Okay, aber Kotel ist sehr wichtig für uns generell. Viele Feuer-Pokémon sind wichtig. So können wir es erstmal verbrennen, dass Mimikma was womöglich kommt. Ich würde ganz gerne was gegen Pixie direkt Pipi direkt unternehmen. Und Pipi ist reines Feen-Pokémon, ne? Das heißt höchstens den Flammenblitz von Knogger. Jo, würde ich sagen. Dann nehmen wir Skelabra noch mit, wegen dem Speed. Und Resladero. Oder Elisard. Elisard. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich nehme Resladero. Aber das wird heftig. 1635 Punkte. Das ist viel. Das ist viel. Das ist verdammt viel. Und sie ist Japanerin. Macht mir ein bisschen Angst. Aber komm. Ein harter Kampf zum Abschluss des heutigen Parts. Mit ganz viel Geknister. Aufgrund der Musik, die ich reingewählt habe. Oh, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich werde nervös. Aber egal. Pipi und Mimikma. Pipi, Pipi, Pipi. Ich habe Angst vor Pipi. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe sogar halbwegs genau die beiden habe ich mehr oder weniger predicted. Auf die beiden wollte ich mich vorbereiten. Mit Irrlicht gegen Mimikma. Ah, Pipi könnte möglicherweise Dings haben. Oder? Wie heißt es? Spotlight. Damit Mimikma sich aufsetzen kann. In aller Ruhe. Deswegen gehe ich auf Flammensturm. Das dürfte ja beide treffen dann. Und mit Knogger gehen wir einfach auf einen Flammenblitz. Volle Sau. Auf Pipi. Ein Z-Move? Oh, fuck. Er will direkt Knogger rausnehmen. Shit. Oh, shit. Das wird dann reichen, denke ich. Ein Z-Move packt Knogger nicht. Knogger packt viel, aber nicht das. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Scheiße. Und damit überlebt Pipi natürlich. Pipi geht auf Zauber... Okay. Zauberschein. Mit Kingstein vielleicht? Und Edelmut oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was da der Plan hinter ist. So, Mimikmas Kostümspuk haben wir weggedonnert. Das Ding ist, wir können ihn jetzt mit Skelabra ganz easy rausnehmen. Das ist kein Problem. Weil Spukball sehr effektiv ist. Auch der Flammenwurf hat vorhin gereicht. Könnten wir also auch auf Flammenwurf bleiben. Ja, würde ich sogar, glaube ich, machen. Hat er irgendwas, was Feuer resistet? Ja, sein eigenes Kordel vielleicht. Wir gehen auf den Flammensturm, um beide zu treffen. Falls Mimikma irgendwie überleben sollte. Und mit dem Flammenwurf gehen wir auf Mimikma. Wenn er jetzt auf Schattenstoß geht, okay. Aber das wird nicht reichen. Er könnte auch rausswitchen. Spotlight. Ach, fick doch die Henne. Jetzt plötzlich kommt er doch mit Spotlight an. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und Pipi packt das wahrscheinlich sogar? Nee. Ja, aber Skelabra geht jetzt down. Skelabra geht jetzt durch die Dunkelklaue ziemlich sicher down.
Geht es nicht! Oh, shit! Okay. Okay. Sein Elfhuhn kann halt mit Naturkraft auch eine offensive Attacke einsetzen. Natur irgendwas. Kotel kommt, okay. Ja, ich muss Mimikma. Ah, Mimikma wird auf einen Schattenstoß gehen. Und der wird reichen. Ach Mann. Ach Manu. Wir gehen auf Irrlicht. Und Skelabra muss raus. Skelabra brauchen wir noch. Und wenn er clever ist, geht er einfach mit Irrlicht auf Skelabra oder so. Weil das nimmt er jetzt eh raus mit Schattenstoß. Der Kampf sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nach der ersten Niederlage aus. Kotel geht auf Schutzschild. Oh. Okay. Jetzt kommt der Schattenstoß. Nein! Oh, was? Wir hätten einfach angreifen können. Hat er das einfach richtig predicted? Oh, damn it. Oh, damn it. Okay. Okay. Ich denke, dass Resladero jetzt gleich ein Irrlicht oder sowas abbekommen könnte. Deswegen gehe ich auf Flammenwurf, auf Mimikma und mit Resladero auf den Delegator erstmal. Ja, vielleicht kriege ich auch zwei Attacken ab. Erstmal die Dunkelklaue von Mimikma und dann das Irrlicht, kann auch sehr gut sein. Wir werden es sehen. We will see. Fluch. Fluch? Auf Resladero vielleicht sogar? Auf Kotel, okay. Ja, dann switchen wir Kotel halt einfach raus, hätte ich jetzt gesagt. Okay, er ist einfach auf Eruption gegangen. Ja, okay. Kotel ist für uns nicht mehr so unendlich wichtig. Wir können jetzt Mimikma erstmal rausnehmen. Und was hat er jetzt noch als letztes Pokémon? Das ist halt die goldene Frage. Also als vorletztes Pokémon. Kotel ist ja auch noch da. Und um unser Kotel muss er sich nicht mehr kümmern, weil das stirbt durch Fluch in der nächsten Runde. Das heißt, er wird wahrscheinlich auf Resladero gehen. Oder auf Eruption, womit er beide trifft. Bundlebee. Bundlebee. Aber mit Eruption kann er nichts gegen Skelabra machen, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich alles daran setzen, Bundlebee rauszunehmen. Wobei Bundlebee sich jetzt auch schützen könnte. Ah, scheiße. Oder gehe ich erst auf Kotel? Boah, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich gehe mit Flammenwurf auf Bundlebee und mit einem Himmelsfeger auf Kotel. Um zumindest ein bisschen Schaden zu machen. Ja, komm, vielleicht Double Protected er auch. Damit Kotel down geht. Er geht auf eine Mondgewalt. Ah, okay. Scheiße. Wobei, wenn wir jetzt das gegnerische Kotel, das outspeeden wir aber nicht. Scheiße. Okay. Ist die Frage, was sein Kotel jetzt noch so drauf hat gegen unser Skelabra, ne? Wir haben nicht viele KP. Da kann sehr vieles reichen. Beziehungsweise wird Bundlebee wahrscheinlich den Fokus-Code tragen. Und dadurch überleben. Vermutlich. Ja, es wird definitiv den Fokus gut tragen. Und dann wird es Skelabra ohne Probleme rausnehmen können. Kotel mit Eruption kann uns nichts. Wenn Kotel noch irgendeine andere offensive Attacke hat, außer Feuer, ja, dann müssen wir zumindest keine Angst vor Kotel haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird jetzt am Bundlebee dann scheitern. Jupp. Die Mondgewalt reicht, oder? Wir resisten sie, aber die wird reichen, oder? Sie reicht nicht. Und Kotel kommt mit Solarstrahl. Resisten wir auch, aber das wird reichen. Jupp. Schade. Also selbst wenn es nicht gereicht hätte, wir hätten halt noch einen Angriff für Bundlebee nutzen müssen.
Und dann hätten wir noch 2, 3, 4, 5 Mal Kotl angreifen müssen. Schade! Erste Niederlage, aber GG, war gut gespielt. Ja, ich habe einmal das Spotlight auf jeden Fall vergessen. Ob das relevant war? I don't know. Vielleicht hätte ich Elesaat mitnehmen sollen gegen das Mimigma, um die Geistattacken abzuwehren. Statt Resladero. Na, vielleicht. Vielleicht wäre das nicht verkehrt gewesen. Naja, aber was soll's. Erste Niederlage macht ja nichts. Wir haben jetzt super viele Kämpfe in Folge gewonnen. Dazwischen auch mal einen zu verlieren, ist kein Problem. Wir müssen nur zurück in die Erfolgsspur finden. Und ob wir das machen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüssi.